Es ist ein wenig eine Ironie. Genau circa vor einem Jahr sind wir hier gestanden und haben studiert Astrologista, Wissenschaftsminister. So haben wir das aber nicht gemeint. Wir stehen hier, weil wir glauben, dass Wissenschaft ein Ministerium verdient hat. In Wirklichkeit ist es ein Symptom dafür. Und entschuldige an alle für den Fäkalausdruck. Es ist ein Symptom dafür, dass diese Bundesregierung Hochschulbildung und Bildung generell am Arsch vorbeigeht. Einen absoluten dringenden Reformbedarf im Bereich Bildung und Hochschulbildung und Wissenschaft und Forschung. Ein eigenes Ministerium hat sich diese Agenda somit verdient. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Regierungsprogramm gelesen hat. Es hat so circa 130, 40 Seiten. Zwei Seiten davon sind für Wissenschaft. Also es geht hier wirklich nicht nur darum, dass hier ein Wissenschaftsministerium abgeschafft wurde. Nein, es geht darum, dass Wissenschaft zu einem Randthema, dass Wissenschaft zur Nichtigkeit degradiert wurde. Und deswegen sind wir hier. Hallo, liebe Leute. Zu Weihnachten hätte sich deine Wissenschaft gerne über ein Geschenk von dir, liebe Bundesregierung, gefreut. Zum Beispiel die seit 2009 durch Nationalratsbeschluss zugesagten 2% des BIP für den Hochschulsektor. Die gibt es nun aber leider erst ab 2020 laut aktuellen Regierungsprogramm. Frei aus einem Business-English-Buch übersetzt heißt das: If you're against something, say it's a long-term project. Am letzten Donnerstag, 12. Dezember, haben wir alle einen sehr schweren Verlust hinnehmen müssen. Wir haben erfahren müssen, dass das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung einen ganz plötzlichen Tod gestorben ist. Und bei den Begräbnissen im Land war dann meistens der Priester, naja, warum ist das so? Und auch wir fragen uns heute, warum? Die Todesursache war relativ schnell klar. Es war Mord. Schwarz und Rot! Bildungstod! Schwarz und Rot! Bildungstod! Schwarz und Rot! Bildungstod! Der auch nicht immer ein Segen war. Universitätsgesetz 02 eingeführt, mit dem die Universitäten entdemokratisiert wurden, mit den Studiengebühren eingeführt wurden. Es hat später die Reform des Hochschülerinnenschaftsgesetzes gegeben, wo die Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung abgeschafft wurde. Es ist die STEOP eingeführt worden, zum Leidwesen derjenigen, die neu an der Uni sind. Es sind die Inskriptionsfristen verkürzt worden. Rundum kein Grund, das, was ein Wissenschaftsministerium tut, grundsätzlich gut zu finden. Aber es ist trotzdem notwendig, ein Wissenschaftsministerium zu haben, vielleicht auch mit den Bildungsagenten aus der Schulpolitik, damit überhaupt progressive, fortschrittliche Universitätspolitik möglich ist. Denn im Wissenschaftsministerium wird die Bildung mit höchster Wahrscheinlichkeit einem größeren Risiko der Ökonomisierung ausgesetzt sein. Was meinen wir mit Ökonomisierung? Wir meinen, dass Bildung immer mehr zur Ware wird. Es hat aber auch Probleme, zum Beispiel für die Grundlagenforschung, die weniger unmittelbar auf dem Markt verwertbare Nutzenergebnisse bringt. Es hat auch Probleme für die sogenannten Orchideenfächer. Das heißt alles, was man wahrscheinlich nicht in 5 Minuten einem Manager eines mittelgroßen Unternehmens verkaufen kann. Das sind aber alles Disziplinen, die trotzdem einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Auch deshalb, weil höhere Bildung dazu befähigen sollte, die Gesellschaft kritisch zu betrachten. Genau dieses Potenzial einer kritischen Wissenschaft, einer kritischen höheren Bildung wird verunmöglicht, wenn höhere Bildung, wenn die Universitäten der Logik und dem Diktat der Wirtschaft unterworfen werden. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
ist geopfert worden am Altar der politischen Pragmatik, geopfert worden am Altar der politischen Machtkalküle und geopfert worden am politischen Altar des sogenannten Machterhalts. Schwarz und Rot, Bildungstod! Schwarz und Rot, Bildungstod! Schwarz und Rot, Bildungstod! Ich möchte mich zunächst einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass innerhalb dieser kurzen Mobilisierungszeit so, so viele Menschen jetzt sich noch gefunden haben. Das zeigt, dass dieses Thema, warum wir heute hier auf der Straße stehen, ein ganz, ganz wichtiges ist. Und ich stehe hier als Vertreter der ÖH, aber ich weiß ganz genau, hier sind Lehrende, hier sind auch Leute, die noch in die Schule gehen, hier sind Studierende, hier ist eine ganz breite Masse, denn Wissenschaft betrifft nicht nur die Studierenden, nicht nur die Universität, Wissenschaft betrifft alle. Und es freut mich insbesondere auch, dass die Universität zu dieser Demonstration aufgerufen hat und auch ganz besonders, dass Rektor Schlinninger ganz am Anfang bei den ersten Wahlen gesagt haben, so kann das nicht sein, wir brauchen ein Wissenschaftsministerium. Es ist ein wenig eine Ironie, genau circa vor einem Jahr sind wir hier gestanden und haben skandiert, Astralista, Wissenschaftsminister. So haben wir das aber nicht gemeint. Wir brauchen ein Wissenschaftsministerium, unabhängig davon, wie gut der Wissenschaftsminister ist. Und das ist auch der Grund, warum wir hier stehen. Wir stehen hier, weil wir glauben, dass Wissenschaft ein Ministerium verdient hat. In Wirklichkeit stehen wir aber noch wegen etwas ganz anderem hier. In Wirklichkeit ist das nur ein Symptom. In Wirklichkeit ist es ein Symptom dafür. Und entschuldige an alle für den Fäkalausdruck. Es ist ein Symptom dafür, dass diese Bundesregierung Hochschulbildung und Bildung generell am Arsch vorbeigeht. Wir haben seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, haben wir einen absoluten dringenden Reformbedarf im Bereich Bildung und Hochschulbildung und Wissenschaft und Forschung. Ein eigenes Ministerium hat sich diese Agenda somit verdient. 2009 wurde vom Nationalrat verabschiedet, 2% vom Bruttoinlandsprodukt in Hochschulbildung in den tertiären Sektor zu investieren. Gesehen haben wir davon leider nichts. Beziehungsweise, dasselbe Ziel stand auch schon im Regierungsprogramm 2008 der damals auch rot-schwarzen Regierung. Sie hat nichts umgesetzt. Auch diesmal steht es wieder im Regierungsprogramm. Aber ihr könnt mir glauben, beziehungsweise ich hoffe, ich habe nicht recht, aber es sind nur Phrasen. Es steht dann sogar noch drinnen, 2020. Man hat das Ziel, das man 2009 wollte, das hat man jetzt auf 2020 verschoben. Diese gebrauchen wir dann schon 3% Profit, so wie unser Hochschulwesen dasteht. Und wir brauchen ganz, ganz dringend diese Ausfinanzierung der Universitäten. Denn die Universitäten sind der Garant dafür, dass wir eine Zukunft haben. Wissenschaft ist die wesentlichste Grundlage dafür, dass eine Gesellschaft auch ökonomisch florieren kann. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand das Regierungsprogramm gelesen hat. Es hat so circa 130, 40 Seiten. 2 Seiten davon sind für Wissenschaft. Also es geht hier wirklich nicht nur darum, dass hier ein Wissenschaftsministerium abgeschafft wurde. Nein, es geht darum, dass Wissenschaft zu einem Randthema, dass Wissenschaft zur Nichtigkeit degradiert wurde. Und deswegen sind wir hier. Und noch wegen etwas. Im gesamten Regierungsprogramm befindet sich kein einziger Satz zum Stipendiensystem. Das derzeitige Stipendiensystem ist so aufgebaut, dass von den Menschen, die aus den geringsten Schichten kommen, also mit dem wenigsten Einkommen, nur 25% Studienbeihilfe erhalten. Seit Jahren wurde keine Inflationsanpassung vorgenommen. Wenigstens das hätte zu tun, aber nichts ist passiert. In Wirklichkeit
wird mit dieser Regierung für weitere 5 Jahre eine weitere verlorene Generation produziert. Nämlich genau gerade aus den Schichten, wo es nicht selbstverständlich ist, an der Universität studieren zu können. Bildung bedeutet Zukunft. Auf allen Ebenen. Es beginnt beim Lehrerdienstrecht und endet im tertiären Sektor. Es beginnt noch früher, es beginnt beim Kindergarten. Und darum ist es, ich wiederhole mich, aber darum freue ich mich ganz besonders, dass so viele Menschen hier sind.